Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Pokémon Blattgrün Nuzlocke Challenge. Ja, im letzten Part haben wir Sabrina besiegt und meines Überraschens sogar ohne ein Pokémon zu verlieren. Oh, und jetzt stehen wir hier vor Relaxo und ich hatte mich so gefreut auf eines Routen-Pokémon. Aber Fehlanzeige. Daraus wird leider nichts. Es ist brummig und greift verschlafen an. Da jedes Pokémon, was wir dort fangen können, wir bereits besitzen oder besessen haben. Und naja, das ist leider so. Und ich brauche in dieser Challenge nicht unbedingt irgendwas doppelt. Schläfern wir mal erstmal Relaxo ein. Da haben wir wenigstens die Maronbeere, Maronbeere, schon mal ausgelöst und ja, kann es zumindest nicht direkt wieder aufwachen. Sydney schläft zwar jetzt auch ein, aber das sollte uns relativ wenig interessieren. Ich hoffe einfach mal, dass Sydney schneller wieder aufwacht. Ich hoffe es. Und dann spammen wir direkt mal den Eagle-Samen. Kriegen wir zumindest immer ein bisschen Energie. Falls wir nochmal mit Gena angegriffen werden. Oh, der Schnarcher, der ist nicht ohne, aber bis jetzt sieht es noch ganz gut aus. Relaxo ist aufgewacht. Zur Erholung ein. Sydney schläft immer noch. Komm schon, Sydney. Das muss doch jetzt mal langsam. Ein Volltreffer. Na gut, Sydney will nicht. Wenn es nicht will, dann will es nicht. Würde ich doch mal behaupten, schicken wir mal Benny rein. Und gucken wir mal, was wir da noch so anrichten können. Und schon wieder der nächste Gainer. Das bringt ja dann nicht viel, so. Ja, was setzen wir da ein? Versuchen wir mal Tina. Das heißt jetzt switchen, switchen, switchen. Schnarcher kannst du nicht einsetzen, wenn du nicht schläfst, Relaxo. Das solltest du eigentlich wissen. Ernsthaft. Naja, besser für uns. So schläft es und wir können die Situation mal schamlos ausnutzen. Um ein bisschen Geld zu farmen. Ja, schlaf du ruhig mal weiter. Wir bombardieren dich mit Zahltag. Macht nicht viel Schaden. Die machen auch nicht viel Schaden, aber immerhin. Schlaf du den Schlaf der Gerechten. Oh, ein Volltreffer. Dieses Relaxo ist zäher, als ich gedacht habe. Komm mal raus, Benny. Du hast nämlich eine bessere Verteidigung. Ist aufgewacht. Kopfnuss. Da dürfte Benny nicht viel. Genau. Versuchen wir mal mit dem Schlitzer viel Schaden anzurichten. Was bei Relaxo natürlich relativ ist. Sollte es nicht wieder Erholung einsetzen, sieht es relativ gut für uns aus. Oder Benny macht einfach einen Volltreffer und beendet das Spielchen. Sydney hat 22, Tina. Also 120. Und ein paar schöne Poké-Dollar. Relaxo hat sich wieder beruhigt. Es gähnt und läuft in die Berge. Zurück. Das ist doch schön. Ein Happy End für alle. Oh, ich gehe mal ganz kurz ins Pokémon Center, weil ich keine Lust habe, hier Tränke deswegen zu verschwenden. Und dann wollen wir mal gucken, was wir da oben noch haben. Wenn wir schon kein Routen-Pokémon bekommen, dann wenigstens gucken, ob wir so noch irgendwas bekommen können.
Bitte, Dankeschön. So. Ab aufs Fahrrad und wieder Richtung Radroute. So. Tina, robb mal bitte den Busch da weg. Danke. Was haben wir hier noch Schönes? Ah. Manchmal erschreckt es mich, wie intensiv unsere Liebe ist. Wirk. Junges Glück, Lena und Uwe. Eieieiei. Ja, das ist eine Kombi, die möchte ich so nicht draußen belassen. So, dann hätte ich gern mal den Klaus. Ne, sicher nicht. Und den lieben Benny draußen. Aber das ist auch ein Matchup, was mir schon eher gefällt. So. Weiß gar nicht, wie ist das denn jetzt? Trifft der Surfer mich nicht selber auch? Ich möchte es mal lieber nicht riskieren. Von daher, Steinhagel auf Klaus wäre nicht das Schlimmste. Aber es sieht ganz gut aus. Ja. Finde ich ganz schick. Das war's dann für Vulnona. Galoppa darf in der nächsten Runde direkt hinterher rutschen. Oh, ein Rutenschlag. Das ist so viel wie ein Tropfen aus dem heißen Stein. Aquavelle und der Schlitzer. Aquana, wir müssen unbedingt was an deiner Geschwindigkeit tun. Echt, ein Pokémon, was noch langsamer ist als Benny, das ist schon... Ja. Oh, aber Uwe sieht auch bei einer Niederlage cool aus. Schnell weg hier. Wie bist du nur hier reingekommen? Solide Leistung! Ja, Entschuldigung für den Stopper gerade, aber das war das Alzheimer von dem alten Mann. Nö. Mal hier rein. Du hast meinen geheimen Unterschlupf gefunden. Bitte erzähl niemand davon. Du bekommst auch etwas von mir. VM2, fliegen! VM2 ist fliegen. Damit kannst du in jede Stadt zurückfliegen. Sie wird dir von Nutzen sein. Ja, das wird sie wirklich. Gib mir das! So, dann können wir auch wieder retour. Hat sich ja schon mal gelohnt. Und sobald wir Surfer haben, werde ich auch noch ein, zwei Orte aufgreifen. Einmal einen, wo wir ein Routen-Pokémon noch auffangen können. Und das andere, um noch ein, zwei Items zu holen. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eis, Assistent. Wenn du mindestens 40 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. Münzamulett. Also Zock, hast du 40 unterschiedliche Pokémon gefangen? Ja. Also schau. Oh, du hast erst 29 verschiedene Pokémon gefangen. Du benötigst 40, um das Geschenk zu erhalten. Ein Ziel, was sehr, sehr schwer zu erreichen ist in einer Nuzlocke. Wir werden mit dem Rad fahren. Oh, das ist doch schön.
Ich mache mit meiner Freundin einen Ausflug. Och, wie niedlich. Wusch. So. Oje, was ist denn hier los? Wildes Treiben auf der A40. Staugefahr, bitte halten Sie sich an die Verkehrsregeln. Jo. Jo. Und so. Oh, dann können die drei erstmal wieder ein bisschen aufleveln. Was willst du? Sei mal nicht so unfreundlich, ey. Was sind die Biker immer so unfreundlich? Bin ich ja gar nicht gewohnt, ey. Ein Slimer. Los, Benny! Schlitz durch! Hm. Schöner Volltreffer. Als nächstes kommt Smogon. Habe ich auch keine Probleme mit. Schlitz ist weg! Los! Und ein weiterer Volltreffer. Ach ja, Schlitzer ist eine coole Attacke. Wage ja nicht zu lachen! Und jetzt? Ach, keine Sorge, ich lach dich nicht aus. Ich lach dich an! So, guck mich mal an. Danke dich. Du besitzt ein schönes Fahrrad. Her damit! Ihm liebe nicht. Ihm liebe nicht. Also, wie siehst du überhaupt aus? Eie, ein Macholo. Oder auch ein Macholo, je nachdem, wie man es gerne nimmt. Oh ja, wie machen wir das denn? Buschletzer. Ach ja, diese Volltreffer-Serie. Ich liebe es. Oh, Menki. Schlitzer. Schlitzer, 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 Schlitzer. Schlitzer. Ach ja. Und wieder ein Volltreffer. Die Volltrefferrate ist ja sowieso höher bei solchen Attacken. Wenn das Pokémon auf einem, das gegnerische auf einem niedrigeren Level ist. Macholo. Kannst du gerne. Mach du mal. Der Benny, der schlitzt hier alles weg. Alles weg, ey. Na, Benny, was los da? Ich sehe, da ist man dich einmal am Loben und schon. Mann. Ey, jetzt kommt wieder ein Volltreffer. Naja, ist ja auch egal. Benny macht hier auf jeden Fall einen super Job gerade. K.O. Nee, nee, nee. Guck mich an, du. Lass uns spielen. Hasenfuß. Ja. Du glaubst auch, du hast die Weisheit mit Löffeln gefressen, wa? Los, Benny! Und den Schlitzer, bitteschön. Dankeschön! Das war's mit diesem Menki. Dieses Macholo wird ihm gleich folgen. Habe ich richtig drauf geachtet? Sind die Pokémon jetzt ein Level höher als vorher? Ja, den Karateschlag, also ernsthaft. Schlitzer. Glatzkopf besiegt. Du kleine Ratte! Pass auf, was du sagst, oder ich hetz dir Benny auf den Hals.
gucke mal. Hallo. Ja, wer bist denn du? Ja, wer bist denn du? Hehe, du hast mich angerempelt. Nein, hab ich nicht. Und zweitens, was laberst du? Aber komm ruhig her mit deinem Schmuckmuck. Mach du mal wieder deinen Schlitzer, Benny. Ich will natürlich jetzt weniger Schaden machen, aber ich bin da immer noch optimistisch. Und das ist nicht sehr effektiv und es vergiftet uns auch nicht. Gott sei Dank. So, Steinhagel. Schade, ich habe gedacht, dass es eventuell zurückschreckt. Weiterhin nicht vergiftet. Gut, wunderbar, so soll es sein. Es reicht immer noch nicht. Komm schon, Benny, keine Vergiftung einfangen, keine Vergiftung einfangen. Och, Mensch, du! So, dann schlitz es mal eben weg. Bitte, Dankeschön. So, das war's damit. Rums! Überrumpelt! Ja, von mir! Das kommt davon, wenn man Sachen behauptet, die gar nicht stimmen, du. So. Haben wir noch Gegengift? Citra aus. Was hatten wir da? Das war Eisheiler. Nope. Ach ja, und die Flinkklaue hatte ich wieder ins Inventar zurückgetan. Wobei eigentlich total Schwachsinn ist. Ich will zu Klaus wiedergeben. Das hat alles keinen Sinn. Der ist echt so langsam. Hat selbst Benny ihn überholt, also. Klaus, lass mal die Grillteller weg! So, dann wollen wir Benny nochmal eben ein bisschen refreshen. Für alle, die sich wundern, ja, ich habe die Vorräte wieder ein kleines bisschen aufgestockt. Ich werde sie demnächst nochmal komplett auffüllen. So, da kommt der nächste. Ja, sicher! Ich mach dir Platz! Hört dich da ein bisschen Ironie in deiner Wortwahl? So, dann wollen wir mal. Jetzt wieder die Frage, hat das Vieh Schwebe oder nicht? Ja komm, ich riskiere es einfach mal. So gehen wir zumindest eine Attacke schon mal aus dem Weg. Und mehr als daneben gehen kann sie ja nicht. Ja, gut. Dieses Pokémon hat Schwebe und damit... Schick mal Ela raus, das ist mir doch so ein bisschen. Der Typ hat drei Pokémon und eins davon ist ein Smogmog. Also von daher wollen wir den Kampf mal ein bisschen abkürzen. Ich werde auch bei nächster Gelegenheit Smetbo mal Psychokinese beibringen. Als nächstes wird Smogon reingewechselt. Ja, dürfte ja dann gar kein Problem mehr sein für Ela. Ela dürfte das jetzt rocken. Selbst mit Süßstrahlen. Und want it, want it, want it? Want it! Und ein Volltreffer. Noch ein Smogmog? Tatsache, noch ein Smogmog. Oh, Ela, dann tu mal dein Übliches und schicke dieses Pokémon zurück in seinen Pokéball. Ach, ich hasse Gift-Pokémon.
bring es zu Ende. Und das war's dann auch mit Smogmog. Wunderbar, wunderschön, so mach ich's gern. Treib mich nicht in den Wahnsinn! Wer hat denn angefangen? Nee, nee, nee. Immer dasselbe mit denen. So, dann wollen wir erstmal Ela von dem Gift befreien. Und noch einen... Nein, Supertrank reicht. Gut. Und den letzten Biker werden wir dann im nächsten Part herausfordern. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und ich verabschiede mich mit einem Ciao!